Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss noch ein bisschen leise reden und ich bin noch ein bisschen verschlafen, weil gestern hatte ich wieder Spätdienst im Fitnessstudio, sprich mit meinem Freund gehe ich immer spät ins Bett, immer so um 3:30, 4:00. Weil wir kochen noch, wir schauen noch Serie und keine Ahnung, ich brauche das auch zum Entspannen und mit meinem Freund, keine Ahnung, braucht das einfach länger, wenn wir tagsüber weniger Zeit haben. Er schläft noch. Ich werde jetzt eine Runde spazieren, DMs beantworten, E-Mails beantworten. Ich habe schon alles gemacht, ich habe Wäsche gewaschen, Geschirrspüler und alles gemacht und mir einen Smoothie gemacht. Vor allem für das Eis, was ich auch heute eine lange Geschichte erkläre. Auf jeden Fall friere ich den Smoothie ein, damit ich am Abend so ein Eis crashen kann damit. Aber muss jetzt keinen Sinn für euch ergeben. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen spazieren, weil ich glaube, es regnet bald. Sieht ja nach Regen aus. Und hier sagen sie auch Regen an. Ich habe gerade die Story gemacht für den Peanut Smoothie. Ich glaube, das Rezept poste ich genau auf Instagram. Mein Freund ist auch schon munter. Ich habe mich gerade schnell ready gemacht, denn ich treffe jetzt eine Freundin. Ich gehe in einen Café trinken. Aber ich habe hier immer einen Starbucks-Becher mit. Das ist auf jeden Fall den Becher, den ich jetzt mitnehme. Und da ist auch schon mein Zug. Ich habe jetzt auch gerade mein Rezept gepostet. Und genau. Und jetzt geht's auf einen Coffee Walk. Es gibt einfach schon so viele geile Wintersachen. Schaut mal. Lebkuchenhaus, Schokosterne. Oh mein Gott, es gibt so viel Winterzeug schon. So, wir hatten jetzt Coffee Date. Ich wollte jetzt eigentlich noch zum Billa Praterstern, weil der hat am Sonntag offen. War kurz drin, es gab so viele Weihnachtssachen schon. Und ich wollte mir so ein Mousse, so ein Zimtstern-Mousse kaufen. Aber die Schlange am Sonntag hier, wenn das da so ziemlich einzige Supermarkt ist, der offen hat, ist ein Wahnsinn. Also bin ich wieder gegangen und fahre zu meinem Freund nach Hause. Am 23. September. Nein, auf Stimmung, ja. Baby, ich drehe übrigens einen Vlog, okay? Du drehst einen Vlog? Ja. Ja. Ich mache von vorher noch Werbung. Also wenn das nicht süß bearbeitet ist, weiß ich auch nicht. Was denn? So, das ist jetzt wieder das selbstgemachte Joghurt. Und ich mache gleich wieder neues selbstgemachtes Joghurt mit der Kochereismaschine. So, also Inulin gebe ich auch in mein selbstgemachtes Joghurt rein, weil das gute Ballaststoffe sind und ist einfach gut für die Verdauung. Und manche Joghurts haben auch Inulin drinnen. Da gebe ich jetzt einen Esslöffel Inulin rein. Und dann kommt ein bisschen, also vom vorherigen Joghurt ist hier noch Joghurt drin, das sind die Joghurtkulturen. Und dann einfach 1 Liter Milch, gut verrühren und dann kommt es in den Joghurtbereiter und dann ist es fertig. Ja. Yeah. So, und das ist jetzt die Eismaschine von Coro, der Joghurtbereiter, wo man das 8 Stunden drin lässt. So, mit den Zutaten mache ich jetzt das Weihnachtsporridge. Für den Oktober-Touch das Kürbispüree. Hier Instant Oats, ich liebe sie, bester Geschmack, müsst ihr probieren, ist wie Mehl, sind gemahlene Haferflocken, also wie Mehl, nur halt gemahlene Haferflocken, Proteinporridge und Erdnuss. Jetzt karamellisiere ich die Bananen und ich habe vorher mit diesem 2-Kalorien-Öl von Protus die Pfanne eingeölt. Das sieht so gut aus. Wow. Mhm. Sieht gut aus, oder? Dankeschön. Okay, das war gerade so nett. Anyways, ich habe jetzt meinem Freund das Porridge gemacht. Das ist mein Kaffee. Das ist sein Kaffee. Und er gönnt sich jetzt das Porridge. So, nachdem ich meinem Freund das Porridge gemacht habe, ich will mich jetzt nicht, don't worry, trinke ich jetzt hier noch einen Kaffee. Und dann werde ich noch laufen gehen, bevor ich dann Arbeit habe. Und wir haben noch immer Weihnachtsmusik am 25. September. Könnt ihr bitte mal ganz kurz festhalten, dass hier, als ich weg war, mein Freund die Kamera selbstständig genommen hat
und dass Zero Celli von Process, was ich so gern habe, mitgefilmt hat, als er das zubereitet hat. Also, wow. Sorry, ich musste das Video nochmal pausieren, denn, hallo, er hat gerade Kameraperspektive gewechselt. I mean, wow! Also, ich bin zurück vom Laufen. Ich bin fast 11 Kilometer gelaufen. Und mein Freund hat mir gerade gesagt, dass er mitgefilmt hat, also mir, weil ich habe ja heute Spätdienst, bis 12 Arbeit, sprich ich bin so circa um 1 zu Hause heute Nacht, dass ich ein Gelee habe, weil ich liebe dieses Gelee vom Process, ist einfach so gut. Das hat er mir jetzt schon vorbereitet und ich habe mich gerade so gefreut, sogar, dass er mitgefilmt hat. Und jetzt gehe ich duschen und mache mich fertig für die Arbeit. Baby. So, das war mein Run von gerade eben. Genau. So, ich habe mich jetzt auch ready gemacht und jetzt geht's auch in die Arbeit und mein Freund führt mich noch in die Arbeit und dann habe ich Dienst und dann heute Nacht muss ich öffentlich nach Hause fahren. Ach, ganz schlimm. So, in wo? Es ist mittlerweile 1 Uhr nachts. Ich bin gerade nach Hause gekommen vom Spätdienst und werde mir jetzt auch was zum Essen machen. So, by the way, hier das Gelee, was mein Freund gemacht hat. Ich freue mich so. Hier werde ich jetzt mir wieder mein Ofengemüse auch schnipseln. So, und mein Freund ist heute, also schläft heute nicht bei mir, weil er morgen früh Uni hat und mit Spätdienst kommen wir halt urspät nach Hause, gehen spät ins Bett und er hat halt sehr früh Uni, muss um 8 Uhr aufstehen. Und wenn wir da erst um 4 ins Bett kommen, ist das halt nicht so gut, deswegen ist er nicht da. Ich werde jetzt mal was kochen, ich habe Hunger und ja, ich werde euch jetzt noch ein paar Food-Einblicke vielleicht geben, ich weiß nicht. Ich werde noch einfach duschen gehen und das war's eigentlich so ziemlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Falls ihr einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan wollt, schreibt mir auf Instagram oder schaut einfach auf Instagram vorbei. In der Bio ist auch alles verlinkt, meine ganzen Rabattcodes auch nochmal und eben wie ihr mir die Anfrage für Trainings- und Ernährungsplan stellen könnt. Und genau, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Vor allem auf Instagram, da bin ich auch sehr aktiv. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ciao!